Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir stehen hier noch bei der Abladestelle vom letzter Woche, vom letzten Auftrag hier in Karlskrona und lass uns mal gemeinsam schauen, wohin die Reise von hier aus zum Nächsten gehen kann. 10 Stunden, 29 Minuten oder 27 Minuten kann ich noch fahren. Ja, gut, ein bisschen so um den Dreh kann der Auftrag ungefähr lang sein, bevor das Video in zwei Teile geteilt wird und die Fahrt in zwei Teile geteilt wird. Von Karlskrona nach Dramm wäre jetzt der beste Auftrag mit der Yacht, 9 Stunden Fahrt. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Auftrag, dann fahren wir eine 6 Tonnen schwere Yacht zur Marina in Dramm in Norwegen für knapp 23.000. Das schmeckt auf jeden Fall. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann können auch die eine oder andere Maut sein. Ich weiß nicht, ob ich noch tanken muss. Sagen wir mal, dann steht hier oben die 205.000. 200.000, 200.000 ungefähr. Sagen wir mal 2.000 steht dann, haben wir dann auf der Bank. Und das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Denn je mehr Geld ich im Nachhinein dann habe, desto mehr können wir dann, oder desto mehr Möglichkeiten haben wir dann für die erste Eventwoche in Euro Truck Simulator 2. Es könnte sein, dass diese Folge ein bisschen laggy ist. Ich habe noch die AMD-Radio-Software. Ich müsste die nochmal neu starten. Also ich müsste den PC mal nochmal neu starten, damit sie wieder startbar ist. Aber ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich keine Zeit dafür hatte, weil Videos geschnitten werden wollten. Und so weiter und so fort. Das mache ich dann. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Das mache ich dann höchstwahrscheinlich heute Abend vielleicht, ansonsten morgen früh. Ich nehme jetzt auch mal eine Folge auf, nicht so wie geplant 2 Folgen. Oder eigentlich waren ja sogar 4 Folgen verteilt mit ETS 2 und ATS geplant gewesen. Aber da es mittlerweile jetzt auch schon wieder 19 Uhr ist, da ich andere Videos noch. Da ich noch ein anderes Video vorher noch schneiden musste. Lass uns loslegen. Das erste Video zu Nimby Rails, das auch bisher überraschend gut ankommt. Also da bin ich selber etwas überrascht. Da hatte ich jetzt kein wirkliches Gefühl, wie das überhaupt ankommen kann, einfach weil es halt so ein doch schon stärkeres Nischen-Game ist als andere Games. Aber gut, wahrscheinlich noch, ich kann es noch nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass noch einige Leute von Lava mit rübergekommen sind, mit dem ich ja gemeinsam hier das Projekt gestartet habe, oder wo wir gemeinsam das Gemeinschaftsprojekt gestartet haben. 80 habe ich maximal fahren. 626 Kilometer bis Bram. Ich müsste mal gucken. Bis Dramm. Meine Güte. Bis Dramm. müsste ich mal gucken. Wenn dann die Statistik da sind, wo die ganzen Views herkommen sind. Ob da welche von Lava mit rübergeschneit gekommen sind. Also bei Lava ging das richtig ab, das Video. Also in den ersten paar Minuten, in der ersten Stunde ungefähr. Nimm diese Ausfahrt. Also ich bin auch gespannt, wie die AMD-Radeon-Software dann quasi die Auswirkungen hat auf beispielsweise Stockholm. Stockholm war ja immer sehr mit Lecks umzogen. Immer geradeaus. Dann kann ich höchstwahrscheinlich in den nächsten
Aufnahmen. Mal gucken, wie das dann jetzt mit der Software ist. Also das ist jetzt gerade selber noch immer noch so ein bisschen am Haken. Das kann halt wirklich an der Software liegen, weil es halt ein Update gab, was ich noch nicht gedingst habe. Und ich eigentlich wollte ich die Voreinstellung von Game für EuroTruck Simulator 2 ändern auf energiesparend oder auf Standard, einfach nur um ein bisschen rumzuprobieren, rumzugucken, ob das dann besser ist oder nicht. Aber das ist jetzt aktuell ja gerade nicht möglich, da ich dürfte sogar jetzt 80 km pro Stunde fahren. Aber es ist jetzt gerade nicht möglich, weil ich die Software noch, weil ich den PC nicht neu gestartet habe, nachdem es ein Update für die Software gab. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich habe keinen Retarder drin, okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich jetzt hier ausgestattet bin. Oh, Göteborg, 281 Kilometer noch. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Landstraße, die wir fahren. Ich schaue mal kurz nochmal aufs Kärtchen, auf die Karte. Okay, kurzes Stückchen Landstraße und dann geht es wahrscheinlich nur noch über Autobahn bis kurz vor Oslo, dann halt nach Drammen, wie gesagt. Wie spät haben wir es eigentlich? War es aber schon spät. Haben wir uns unser Recht noch einen Auffahrunfall. Während wir hier mit unserer hochwertigen Fracht einer 6 Tonnen schweren Yacht an dem Auffahrunfall vorbeifahren. Dürfte ich sogar wieder 80 fahren. Okay, das ist ein bisschen interessant hier gerade, so die Geschwindigkeitsgeschaltung, aber das Fahrzeug vor uns ist ja auch gerade relativ langsam. Okay, krass, 2600 Kilometer breit schon runter hier mit diesem LKW. Ah, never mind. 6929 Kilometer runter mit dem LKW und 2600 Kilometer kann ich noch mit der Spritladung fahren. Ich finde es sehr schön, dass ich eigentlich 10 km pro Stunde schneller fahren könnte, aber die KI mal wieder sowas von langsam vor ihm herfährt, dass ich sogar mit 8 km pro Stunde unter dem Tempolimit doch mit dem auffahre. Nehme ich mal ein bisschen das Tempo raus, falls er jetzt hier nach Kalmar fahren möchte. Immer geradeaus. Lastenderweise natürlich nicht. Den hier auch vorgelassen, aber. Ah, juhu, immer endlich nicht mehr die KI vor mir. Stimmt, hier wird's ja, ist es ja wahrscheinlich etwas länger hell jetzt hier. Wir fahren ja weiter gen Norden. Und wir haben ja Sommer. Auf dem Profil zumindest. Ich könnte eigentlich nochmal probieren. Einfach nur just for fun. Einfach nur probieren, ob es funktioniert. Dass ich dann bevor ich das nächste Video aufnehme, nochmal eine Schneemod oder eine Wintermod hier reinpacke. Angeblich soll es ja nicht funktionieren. Also einmal angeblich nicht aufgrund der Grafikmod und einmal angeblich nicht aufgrund der Southern Region Map. Ich habe es allerdings noch nicht probiert. Ich habe einfach nur gemerkt, okay, das soll nicht gehen, deswegen habe ich es gar nicht erst probiert. Ich kann es aber trotzdem einfach mal probieren. Einfach mal probieren. Der Spielstand ist ja gespeichert. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und dann ist es ja noch besser. Und jetzt darf ich halt wirklich 80 km pro Stunde fahren. Dann beschleunige ich mal und versuche auch ungefähr die 80 km pro Stunde zu treffen. Wobei wir ja auch sowieso jetzt abfahren. Never mind, das wird jetzt wieder super, eine gesperrte Straße. So, von 533 Kilometer geht es okay, jetzt mit der Umleitung. Okay, 566 Kilometer, das sind jetzt 22 Kilometer Umweg, ist jetzt nicht ganz so wild. Alles halb so wild, alles machbar, auch interessant, dass
Hier vorne scheinbar irgendjemand abgehauen ist und da hinten war nochmal eine Straßensperre. Oh je, oh je, oh je, oh je, ich kann nicht lenken. Oh je, oh je, oh je, oh je. Okay, jetzt geht's wieder. Okay, doch nicht. Oh Gott. Festbar, komplett ausgelastet. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Jetzt werden wir weiter ausrollen, dann haben wir jetzt doch wieder einen anderen Weg. Dann gehe ich jetzt hier an Wechsel vorbei. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Weiter mit 80 Achtung, Sachen. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Dann lasse ich mich mal wieder ein bisschen ausrollen. Schneiden sie sich wieder weiter mit 80 und ich sehe es einfach nicht. Es wird wieder dunkel. Zum Glück scheint draußen nicht die Sonne, denn wir haben es ja 19 Uhr. Fällt mir auf, ich müsste dann später nochmal den Besen rausholen und zumindest die komplett aufgrund der Schneewehen zugeschneite Haustür nochmal ein bisschen befreien. Immer geradeaus. Kann ich ja im Dunkeln noch machen, das ist ja nicht so das Problem. So, dann gucken wir mal kurz auf die Karte, wo es denn jetzt wirklich lang geht. Nach der Umleitung gehen wir weiter die 25 lang zur E20 bzw. zur E6 und dann fahre ich die komplette E6 einfach nur hoch nach Drammen. Das ist schon schön. Der 1.40 ist ja mittlerweile auch schon in der Open Beta. Also ich rechne jetzt ungefähr damit, dass das so in 2 bis 3 Wochen live geht. Sprich so ungefähr um den, sagen wir mal, um den Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Meine Bremsen sind halt immer noch viel zu stark, da war ja was. Nimm diese Ausfahrt. Für mein Empfinden. Ich glaube, ich habe die Mods übrigens auch ein bisschen aktualisiert, also es gab keine Map-Updates. Es gab nur Updates für die KI-Mods. Nimm diese Ausfahrt. Ich bin mir überlegen, noch einen Physik-Mod mit reinzupacken. Aber muss ich mal schauen. Da muss ich echt nochmal schauen, ob ich das mache. Ich wollte irgendwas sagen, ich habe es wieder vergessen. Ich habe irgendwas gesagt, bevor ich den Kreisverkehr gesehen habe, aber ich weiß nicht mehr. Ach ja, genau. Also ich schätze mal, dass es um den, ja, sagen wir mal, Ende Februar, dass dann so um den 25. rum, grob geschätzt, immer dass dann die 1.40 live geht und eventuell auch dann das Imperia-DLC mit rauskommt. So rum, um den Dreh spätestens und wenn das Ganze passiert, dann werde ich das Ganze auch live streamen. Auch noch so ein paar andere Projektideen, sag ich mal, im Kopf für das Iberia-DLC. Was ich dann hauptsächlich, was ich dann nur im Iberia-DLC mache und dann einfach so als eigenständige Videos noch hochlade. Muss ich halt auch echt nur schauen. Muss ich halt erstmal auf ein paar Mods warten oder auf mindestens einen Mod oder einen guten Mod finden. Dann im Idealfall mehrere, dann könnten wir das auch mit mehreren könnte ich das jetzt auch mit mehreren Fahrzeugen machen, was ich geplant habe. Aber ich würde das dann halt auch schon gerne zeitnah dann alles machen. Also den Livestream, den mache ich ja sowieso zeitnah, also sehr, sehr zeitnah, aber halt den Extra-Stuff, den ich geplant habe, indem ich mich halt hauptsächlich dann im Imbiere-DLC umherfahre, den möchte ich dann doch schon gerne zeitnah bringen. Allerdings muss ich halt auch ein bisschen auf die eine oder andere Modifikation warten. Rechts ab.
glaube, wir brauchen hinten auch eine Lenkachse, wenn ich mich nicht täusche. Es ist ja super, dass ich scheinbar hier keine Zoom-Funktion eingebaut habe. Und das Profil, obwohl ich es eigentlich eingestellt hatte, meine ich, so mich zu erinnern zu können. Dann erstelle ich die Zoom-Funktion, eine Tastenkombination für den Zoom dann nach der Folge. Oh Gott, wenn das aufhören würde zu laggen, meine Güte. Ja, das Rumgelegge, das ist ja, das bin ich ja mittlerweile hier schon bei ETS 2 gewohnt. Das hat einfach unfassbar viele Gebäude oder unfassbar viele Ich hab den Namen vergessen, ich bin jetzt irgendwie bei Pylonen, aber nein, Pylonen sind es nicht, das weiß ich noch. Es sind einfach super viele Assets hier in der Nähe. Deswegen decke ich es dann gerne mal. Und ich habe es auch halt super gemoddet, ordentlich gemoddet. Das Ganze kann an den Traffic Mods liegen, es kann aber halt auch an der boah, 1-2 GB großen Grafikmod liegen. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, die Grafikmod hat ja auch ein Update bekommen, ob jetzt immer noch die Sonne beim Sonnenaufgang oder Untergang immer noch an der verkehrten Stelle ist. Vom Mod habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet. Muss ich dann demnächst mal darauf achten, wenn dann der Sonnenaufgang ist. Aber erstmal geht es ja nach Drammen und in Drammen werde ich mich dann ja auch wieder aufs Ohr hauen, denn es ist, wenn wir in Drammen angekommen sind, wäre es wieder an der Zeit, sich ins Bett zu legen. Eieiei, okay, da vorne ist auch schon wieder ein Unfall. Wechsel schon mal die Spur, bevor, solange ich es noch kann. Oh, da wurde jemand wieder schon mit einer Bodenbeleuchtung angehalten. 1000 Liter noch im Tank. Okay. Da hatte ich vergessen, ich habe ja auch, ging ja auch ordentlich hoch, ne? Da muss ich bei den Bucken ja zum Teil sogar noch ein bisschen aufpassen. 390 Kilometer noch bis Dramm. 5 Stunden 40 Fahrzeit. Und in 6 Stunden wird es dann wieder Zeit, um sich aufs Ohr zu hauen. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht allzu viele tiefe Brücken oder Passagen, wo es vielleicht durch sogar Tunnel durchfahren, die halt etwas tiefer sind. Da wird es ja vor allem im gemappten, also im gemoddeten Bereich, wird es dann ja eher spannend, was betrifft. Ist schon schön. Das ist ja, glaube ich, im 21. Video von der 4. Staffel. Das heißt, ich würde jetzt noch 4 Folgen aufnehmen und danach ist es für euch. Dann liegt es in eurer Hand. Dann liegt es an euch, was das allererste Event in Euro Truck Simulator 2 werden wird. Welche Eventwoche dann geben wird. Immer geradeaus. Schön weiter geradeaus, weiter Richtung Drammen und Oslo. Weiter auf der E6 bzw. E20 nach Norden.
Aber ich denke mal, ich werde dann morgen, nachdem ich den PC nochmal neu gestartet habe, werde ich dann nochmal gucken, und die Software wieder funktioniert von AMD, werde ich dann nochmal gucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Werde ich dann wahrscheinlich nochmal das so machen, dass ich eine Aufnahme nochmal mit anderen Einstellungen, halt das Eurotruck Simulator 2 mit dem Gaming-Profil genutzt und gestartet wird. Danach probiere ich dann noch eine weitere Aufnahme dann mit Standard-Einstellung und Standard-Profil und dann ein ganzes. Oh Gott. Hallo, kann man die Straße laden? Hallo, hallo. Oh oh. Wunderbar, es kann weitergehen. Wir sind ungefähr, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Game ist abgestürzt bei Göteborg. Wir sind jetzt noch südlich von Göteborg. Mal gucken, wo weit wir jetzt hinkommen. Wie lange wir jetzt wo wir jetzt hinkommen, bevor das Spiel abstürzt. Ich hoffe mal komplett bis ans Ziel, aber who knows. 420 Kilometer sind es jetzt. Ich war ja, glaube ich, schon runter auf 360 oder so. Ja, wie gesagt, also ich denke mal, ich glaube, das war ja ungefähr hier, wo es so abging, wo die Party abging. Oder hier war das, glaube ich. Also bei Göteborg, bei der Game am Schuss. Und ja, fahre ich das Stückchen halt nochmal. Mal schauen, wie weit ich jetzt komme. Wie gesagt, ich hoffe, ich komme an Göteborg vorbei. Im Idealfall komme ich komplett bis nach Drammen. Aber das Gute ist, obwohl ich nicht so, obwohl, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Motor ist ja komplett low. Ich glaube, ich habe noch nichts in den Motor hier reingesteckt. Auch nicht in den Retarder, beziehungsweise auch nicht ins Getriebe und so weiter. Das Gute ist, dass wir halt nur 6 Tonnen hinten zu ziehen haben, von daher komme ich ja relativ zügig wieder aufs Tempo. Ach, schön mit dem Sonnenuntergang. Oh je, die Party geht schon wieder ab. Aber jetzt gerade auch noch viel. Also wie gesagt, ich glaube, ich muss auch nochmal hier die. Muss glaube ich auch nochmal Eurotruck Simulator 2 auf eine andere Festplatte verschieben. Scheinbar. Ja. Ist da zumindest in ETS 2 da zu viel Party. ATS geht dann noch einigermaßen, aber ETS 2 ist halt schon echt crazy, wie es da dann halt abgeht. Schon eine Tunneldurchfahrt hatte ich auch noch gehabt. Das ist so unangenehm, ey. Ich habe ja schon wieder das Gefühl, dass es wieder abschmiert. Pause noch mal kurz und ja, die Festplatte geht schon heftig ab. Ich pause noch mal kurz und fahre dann gleich weiter. So, dann kann mich ja weiter wagen. Wahrscheinlich geht die Festplatte gleich wieder richtig ab. Geht schließlich richtig nah an Göteborg vorbei. Weil wir nähern uns ja jetzt Göteborg. War das Göteborg? Auf die Karte gucken, damit die Festplatte mal nachladen kann. Ja, es war Göteborg. Hier muss ich dann gleich wieder so ein bisschen mit der Pause-Taste noch mal ein bisschen rumspielen, damit das vielleicht ein bisschen, damit ich jetzt mal ein bisschen weiterkomme nach dem Drammen. Allerdings, bevor ich Eurotruck Simulator 2 hier auf die andere Festplatte verschiebe, den Installationsordner, würde ich schon gerne nochmal abspeichern. Ja, es tut mir leid, ich muss einfach mal ganz viel pausieren und wieder fortsetzen und so weiter.
Ansonsten schmiert das Spiel gleich schon wieder ab. Ja, ihr merkt davon wahrscheinlich, jetzt vielleicht wahrscheinlich jetzt nur gerade was. Den anderen Kram werde ich rausschneiden. Also wieder ein super, super, super schnittreiches Video. Und da meine ich und mit den Schnitten meine ich jetzt gerade noch nicht mal die ganzen Zusatzsachen, die ich noch reinpacke, wie Musik und whatever und. Bei Bedarf einen Glitch-Effekt mit reinpacken und hier die Fahrtinfos und die Ortinfos so ein bisschen. Jetzt geht's. Es ist jetzt fast platter, ist aber okay. Oha. Okay, das. Gott, oh Gott, das Straßenschild, das Schild, das ist jetzt zumindest schon mal schneller geladen worden als beim letzten Mal. Das ist ja schon mal was. So, und ich glaube, ich pause jetzt auch noch mal kurz. Gleich, wenn wir hier oben angelangt sind. So, ich denke, ich kann es wieder weiter wagen. Oh oh. Oh oh. Oder auch nicht. Geklappt, wunderbar. Ich habe eine Idee, ich speichere noch mal kurz. Sicher ist sicher. Da noch mal automatisch noch mal umgespeichert, wunderbar. Das heißt, wenn das Spiel gleich noch mal abstürzt, dann kann ich zumindest wieder von Göteborg starten. Aber ich hoffe mal, ich schaffe es noch bis nach Drammen-Festplatte. Geht langsam wieder, okay, ja, hin und her. Bisschen Achterbahnfahrt, 315 Kilometer noch bis nach Dramm. Vielleicht erreicht es aber euch nochmal. Das Kabel ist wieder super perfekt hier. Ach ja, wunderbar, okay, Festplatte hat sich wieder mehr oder weniger beruhigt. Nicht mehr ganz so ab, das heißt, sollte jetzt einigermaßen perfekt sein. Wie gesagt, ich schieb's nochmal. Das sollte einigermaßen perfekt sein, er sollte besser die Klappe halten, ey. Also ich werde es dann nochmal, wer heißt noch? Ich werde jetzt wieder das Spiel nochmal auf die andere Festplatte packen, die halt deutlich schneller. Ich glaube, das ist die schnellere Festplatte, glaube ich, von allen HDDs, die ich habe. Oh, ich will doch nur fahren, Mensch. Oh, da waren Schilder. Okay. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Rechts Richtung Oslo. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh, warum immer in der Kurve? Was soll denn der Mist? Oh. Das Geile ist, ich habe die Engine, ich drücke die Engine Brake nicht mehr, aber die funktioniert immer noch. Geil. Geil, sehr, sehr geil. Jetzt habe ich durchgehend die Feststellbremse, die Motorbremse aktiviert. Ich muss nochmal die B-Taste drücken. Ja, also tut mir echt sehr, sehr, sehr leid für dieses Leckfest hier, aber es ist halt scheinbar leider, wie es ist. Immer geradeaus. Ich hoffe mal, das ist in den nächsten Folgen nicht so. Ich hoffe, ich kann das jetzt mal ein für alle Mal beheben. Das ist ja jetzt gefühlt noch viel, viel schlimmer als zuvor. Muss ja auch nicht sein, ne?
denke mal, ich werde dann sowieso ab Folge 25 dann auch den Brutal Weather Mod mit rausnehmen. Einfach aus dem Grund, weil ab Folge 26 und so weiter, also ab der nächsten Eventwoche, dann wird es die 1.40 schon geben, safe. Weil dann sind 5 Wochen vorbei, die wird es auch schon vorher geben. Aber ich werde noch alle Folgen, also auch bis zur 25. Episode werde ich das alles noch aufnehmen, bevor die 1.40 rauskommt. Von daher werde ich dann nach dem 25. Video auch die Brutal Weather Mod rausnehmen. Sollte die für die ganzen Probleme sorgen, dann wird es ab Folge 26 halt keine Probleme mehr geben. Schönes Hin und Her da vorne. Hier ist schon wieder los, hier 237 Kilometer noch. Immer geradeaus. Ich will jetzt nichts jinxen, deswegen sage ich, wie gesagt, nichts. Ich halte wirklich meine Klappe. So, okay, weiter geht's noch. 200 Kilometer noch bis nach Dramm. Bis ich dann hoffentlich endlich mal hier ankomme. Wenn halt solche ruhigen Passagen sind, wo nicht viel los ist, ne, also wobei auch bei den kleinen Dörfern, glaube ich, auf dem Weg von Polen nach Danzig Richtung Ukraine, da war es ja noch auch, ich glaube in Wroclaw war es ja auch nicht so, in Warschau gab es ja auch keine Probleme, also keine Ahnung, und halt hauptsächlich hier in Skandinavien, das ist mir auch ein Rätsel. Jetzt wäre ich dann doch eher in der Region. Who knows? Ich weiß es nicht, bin da auch eher nur am Probieren. Ist eigentlich alles hier Schweinerror, was wir gerade machen. Um das Ganze zu beheben. Wenn ihr da angehend Ahnung habt, woran das liegen kann und warum das bei mir hauptsächlich hier Oslo, Göteborg und was weiß ich ist, dann schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Schon wieder los, weil wir nach Oslo kommen, ne? Ja, okay, wir sind noch weit an Oslo, vor Oslo, aber es geht doch schon mal los. 181 Kilometer noch. Ich verkenne langsam hier zu. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich habe den Traffic hier auf 1, oder? Ich habe die Traffic hier, also die Traffic, die man in der Konsole ändern kann. Habe ich, glaube ich, auch standardmäßig, ne? Ich habe hier nichts geändert, soweit ich mich erinnere. Das habe ich nur auf dem World of Trucks Events Profil. Sultan. Mittlerweile echt wieder gut ab bei der Festplatte. Ich habe das Gefühl, 90%, oh, also 70% der ETS2-Videos hier in der neuen Staffel haben zu tun mit der dämlichen Festplatte. Oh, runter. Auf 70. Ich glaube, ich habe keinen Pass, deswegen muss ich hier zur Karte und dann eben mal bezahlen. Wenn wir hier einen Telepass hätten, dann würde hier vorne irgendwo was liegen.
deswegen zahle ich jetzt 5 Euro und fahre weiter. Gas, damit ich auch wieder hier vorn wegkomme und dann verlasse ich auch gleich Schweden und erreiche Norwegen. Wenn ich hier weiter mit WhatsApp zu spammt werde. Schön drin. Ich bin aber sagen nicht. Mit dem leicht aufgehenden Sonne. Ist es eine aufgehende Sonne oder ist es einfach nur Sonne, die einfach nicht untergegangen ist? Sieht echt nice aus hier mit dem Nebel und so. Wir fahren jetzt in Norwegen rein und sind jetzt hier auf norwegischem Boden. Geschwindigkeitsbegrenzung. So, hier diesmal nicht durch die Maut durch. An der Maut vorbei. Und bevor es wieder zu tierisch anfängt zu laggen, gehe ich wieder rein. Und jetzt auch wieder beschleunigen. 80 km pro Stunde. Schon eingestellt als Tempomat. Dann geht es noch 116 Kilometer in Norwegen. Durch Norwegen durch. Also wir fahren auch in Norwegen 116 Kilometer, bis wir in Drammen angelangt bin. Wo geht es überhaupt nochmal hin? Es geht ja zur Marina von Drammen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Klingt einfach, dann mache ich. Nimm die Ausfahrt rechts. Ein bisschen auch die Geschmäcker noch rausnehmen. Damit ich gleich nicht allzu abrupt abbremse, wenn ich jetzt hier. Dritte Ausfahrt nehmen. Kommt next, dann kann ich hier weiterfahren. Die dritte Ausfahrt soll ich nehmen, alles klar. Fahre ich mal den Bus hinterher. Noch nicht. Diese Ausfahrt. Weiter auf der E34 Richtung Dramm. Ich muss wieder raus beschleunigen. Ich habe hier freie Bahn, ich kann direkt rüber. Uiuiui. Ich weiß gar nicht, gab es Dramm in der dritten Staffel, die ich gemacht habe? Ich glaube nicht, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich fahre viel zu schnell. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. So. Ich werfe hier wieder Münzen ein. Ich muss mir mal dringend den Telepass besorgen. Das war mehr oder weniger knapp. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was für eine Höhe das ist von der Yacht. Also bei solchen Aufträgen von der Yacht wäre schon angenehm essen. Wenn man auch wüsste, wie hoch das Ganze ist, aber das passt ja jetzt hier gerade noch. Wunderbar. Ist schon schön, wenn es so rund läuft wie gerade, dann ist es schön. Das ist sehr, sehr schön hier durchzufahren.
Kreisverkehr, weiter Richtung Oberst bei die 134. Erste Ausfahrt. Die 134 nach Bram. Nach Dram. Meine Güte. Nimm diese Ausfahrt. Schön mit dem Trailer. Mit dem doppelten Trailer Holz. Vorne gibt es dann wieder einen Kreisverkehr. Dann geht es wieder auf die Autobahn, I guess. Ja, dann geht es auf die E18. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Uiuiuiui. Auch die Lichter an, ich habe es auch noch an, ich war gerade kurz überlegen. Ich habe gerade, als ich die Lichter vom Kollegen, der uns dem entgegengefahren ist, gesehen habe, dachte ich mir, okay, sind die Lichter jetzt noch an, nachdem ich gerade eben hier einen Crash hatte, aber ja, sie sind noch an. Dann geht es auf die Autobahn, auf die E18 nach Drammen, in die linke Richtung, denn es geht erstmal wieder ein bisschen in Richtung Süden. Ansonsten kommen wir jetzt gar nicht nach Drammen, ansonsten würden wir nach Oslo kommen. Jetzt rechts fahren würde. Biege nach links ab. Der Aufliegerschaden war schon bei 10, bei 1% zuvor. Die Kurve zu bekommen, wenn es hier so leicht reinhakt, ist halt auch wieder eine Kunst für sich. Und wir haben hier schon. Ah, das ist Dram, okay. Wurde einfach noch mal in die Stadt reingemappt, ich verstehe. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, ich fahre ein bisschen zu schnell. Rechts halten. Einfach mal das Gaspedal durchgedrückt. Nimm die Ausfahrt rechts. Und dann nach Dram. Das waren 20.000 für den Auftrag. Hey. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob es Dram schon vorher gab. Die Sonne hier auf. Okay, die Sonne ist schon aufgegangen. Verdammt. Ich habe einen Sonnenaufgang verpasst. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wobei, wait. Da ist mehr oder weniger der Sonnenaufgang, aber da ist Sonne. Ist halt immer noch. Würde ich behaupten, da ist die eigentliche Sonne. Ist immer noch irgendwie false position. In meinen Augen zumindest, erst auch mal im Dram. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, jetzt fahre ich 50 glatt. Demnächst rechts abbiegen. Dann gehst du wieder über. Was sind wir denn da? Biege nach rechts ab. Drehst Richtung DSV. Da ist aber noch eine Zuglinie. Oder? Ja, eine Zuglinie. Wahnsinn. Nice. Direkt nebenan eine Zuglinie. Da kommt sogar eine Tram. Ne, ein Güterzug. Er meint. Sah von vorne, von weitem Kurs aus wie eine Tram. Eine Straßenbahn. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. What? Biege nach rechts ab. Hier soll ich rein. Okay. Das wird jetzt ein Spaß. Vor allem ohne Zoom. Ich habe mich schon so an den Zoom gewöhnt. Ah, das passt aber.
Ah, ist ein geiler Ort hier runter. Wir sind heile angekommen. Und hier auch noch rückwärts rein. Okay. Wo fahren die denn lang? Einfach bis dahin, da wo ich hin will. Das ist ja toll. Machen die jetzt? Oder einfach da stehen, das ist ja super. Dann würde ich halt anders fahren, dann mit anders probieren. Okay, es geht auch noch so, okay, dann kann ich auch noch so da reindrehen. Was ist echt. Das ist also ungünstig hier. Sehr ungünstig. Aber der Schlafplatz ist ja auch relativ in der Nähe, glaube ich. Ich hoffe, es gibt einen Schlafplatz in Dramm. Ja, perfekt eingeparkt, würde ich sagen. Ich gucke nochmal ganz kurz nach dem Schlafplatz. Na gut, dann fahre ich halt einfach hier vorne hin. Dann kassieren wir mal endlich das Geld hier. 223.000, okay, super, nice. Ich bin dann bei 205.000. Das ist eine sehr gute Ausgangsposition. Ausgezeichnet, die Yacht von Karlskrona nach Drammen geliefert. Gefahrenstrecke 653 Kilometer. Dauer 9 Stunden 46 mit einem Game Crash. Verbrauchter Kraftstoff 260,5 Liter. 22.943 Euro gibt es dafür und 1.166 Erfahrungspunkte. Wunderbar. Dann setze ich mal kurz mal das Navi zum nächsten Schlafplatz. Bei geradeaus weiter und dann hier würde ich sagen, geht auch. Fahre ich mal eben dahin, die 65 Kilometer. Die muss ich halt jetzt nochmal fahren. Gibt ja keinen anderen Schlafplatz hier. Keine andere Möglichkeit. Dass die KI immer noch hier vorne hingefahren ist, das finde ich immer noch ein bisschen weird, aber okay. Solange jetzt nicht noch mehr KI kommt und ich hier gar nicht mehr rauskomme. Kein Problem. Ich neu berechnen. Ich neu berechnen? Biege nach links ab. Jetzt kommt ein Next von links auch nicht. Da oben fährt noch wieder ein Zug, ein Güterzug. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Dem 50. Ja, ich werde müde, ich weiß. Ich habe aber noch eine Stunde zu fahren. Ich kann das nicht anders ändern. Ab. Bin ich halt eine halbe Stunde über der Zeit. Was nicht geht, das geht nicht anders. Oder es ist kürzer nach Oslo rein. Minuten oder eineinhalb Stunden. Ja gut, dann fahre ich halt hier hin. Wobei, das sind 55 Minuten und das hier sind 52 Minuten. Ja, okay. Darauf kommst du dann auch wieder nicht an, auf die 2 Minuten. Auf geht's.
bin da sowieso noch nicht bei der Zeit rüber. Dann fahre ich dann noch eben fix hin. Ist ein langes Rohvideo auf jeden Fall. Ich denke mal, da wird noch ein bisschen was rausgeschnitten. Wird so noch ordentlich was rausgeschnitten. Also ich schätze mal, es wird trotzdem noch ein langes Video, aber nicht ganz so lang wie die Rohfassung wie immer. Also wie häufiger mal. Zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Weiter geht es. Dann haue ich mich da jetzt gleich mal aufs Ohr. Dann kann ich dann werde ich dann die Folge dort beenden und dann werde ich das ganze Spiel mal auf die andere Festplatte schieben. Ja, ich werde müde. Ich werde die ganze Zeit schon müde. Ich hoffe mal, dass ich es schaffe, bis dorthin ohne einen Unfall zu bauen. Das kann ja auch passieren, da ich dann irgendwann komplett hier RIP bin. Aber okay. Mal nicht. Ich hoffe, ich kann gleich noch mal kurz ein bisschen schneller fahren. Oh, und ich muss noch mal die Einstellung machen, dass ich den Zoom-Funktion aktiviere. Oh, die Tastenkombination für die Zoom-Funktion einstelle. Immer geradeaus. So, geradeaus. Ortschaft rein. Das ist natürlich super, wenn man es eilig hat. Ordentlich Verkehr hier. War jetzt mal wieder echt ein kuddelmuddeliges Video hier, aber was will man machen, ne? Kann nur das Beste aus dem Kram hier machen, was man geliefert bekommt, so gesehen. Schon wieder zu Ping und da ist ja auch schon der Schlafplatz. Noch keine Strafe bekommen. Oh, 150. Meint, ich könnte sogar mit 80 hier durch. Ich dachte, hier wäre eigentlich 50 angesagt, aber okay. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So sieht's aus. Getankt werden muss noch nicht. Ich hätte blinken können, aber ich habe es nicht getan. Hoppala. Ist zu Licht aufgefahren und dann hau ich mich hier aus Ohr. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, sehe ich dann im nächsten Eurotruck Simulator 2 Video wieder, wenn ich zum einen das Spiel auf eine andere Festplatte geschoben habe, zum anderen die AMD Radeon Software, also den PC neu gestartet habe, dass die AMD Radeon Software wieder einmal frei funktioniert. Und zum anderen ich getestet habe, also ich einfach mal einen Wintermod reingepackt habe. Eventuell ist der Wintermod mit drin, eventuell nicht. Mal sehen, ihr werdet es sehen, wenn er nicht drin ist, weil ich erkläre, warum er nicht drin ist. Aber ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Euro Truck Simulator 2 Video.